Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie da oder dass Sie auch wieder da sind. Lassen Sie uns heute mal darüber sprechen, was Sie als Führungskraft tun können, um ungewollte Kündigungen von Mitarbeitern oder ganze Kündigungswellen zu vermeiden. Denn wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dann kostet das Unternehmen sehr viel Geld, oftmals bei gewissen Positionen 1 bis 2 Jahresgehälter und auch viel Energie und Arbeit, wieder neue Leute zu finden und die dann einzuarbeiten. Es gibt deshalb 2 Gründe für Sie als Führungskraft, dem gegenzusteuern. Denn zum einen können Sie selber Ihre eigenen Ziele nicht erreichen, wenn Sie nicht genug gute Leute haben. Und zum zweiten werden Unternehmen immer sensibler Führungskräfte auch danach bewerten, wie gut es ihnen gelingt, Mitarbeiter zu halten. Und wenn Sie gerne einfache Formeln hätten, wie Sie das tun können und wie Sie Kündigungen entgegensteuern können, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Und Sie wissen sicher, Mitarbeiterbindung ist das beste Recruiting. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hier als Führungskräfte um die Mitarbeiter kümmern. Und damit deutlich wird, warum die Formel auch so hilfreich für Sie sein kann, will ich Ihnen eine wahre Geschichte aus dem Leben erzählen. Ich habe eine Freundin, die ist extrem erfolgreich, ist Vertriebsvorständin und die hatte lange Jahre, war die bei einem Friseur, war da eigentlich auch zufrieden. Und dann ist der Friseur, der sie bedient hat, hat sich dann selbstständig gemacht und hat sie versucht, als Kundin zu gewinnen. Das ist ihm auch gelungen. Und dann bei späteren Begegnungen hat er sich oft sehr weit aus dem Fenster gelehnt und sagt so sinngemäß, weil er so ein genialer Friseur ist, deshalb wäre sie mitgegangen. Und irgendwann hat sie mal zu ihm gesagt, ich gebe Ihnen meine Botschaft fürs Leben mit. Und dann guckt er sie mit großen Augen an und dann sagt sie so schön, ich bin nicht mit Ihnen gegangen, weil Sie so ein genialer Friseur sind. Ja, dass Sie gut Haare schneiden können, das setze ich voraus. Ich bin auch deshalb mitgegangen, weil der alte Friseur, bei dem ich jahrelang sehr treu als Kundin war und die ganze Familie zu ihm gegangen ist, weil der null dafür gemacht hat, mich auch als Kunden in diese Situation, als sie weggegangen sind, zu binden. Und das ist auf Kundenseite wie auf Mitarbeiterseite 1:1 das Gleiche. Wenn wir uns nicht kümmern, dann installieren wir für unseren Wettbewerb ein Konjunkturprogramm. Und das ist vielleicht nicht das, was Sie erreichen wollen. Und gerade die Mitarbeiter, die für Sie wertvoll sind, die sind auch für Ihren Wettbewerb wertvoll. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder verinnerlichen, dass wir uns um die Leute kümmern müssen. Und diese Formel, diese 5 Fragen, die ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, die habe ich Ihnen mitgebracht. Und zwar ist die von der Rebecca Clark. Und da gab es einen sehr interessanten Artikel im Handelsblatt, den werde ich Ihnen auch in den Beschreibungen verlinken. Und die 5 Fragen, die habe ich Ihnen mal mitgebracht, weil dort ist es im Unternehmen gelungen, signifikant letztendlich die Fluktuation zu reduzieren. Und wenn wir uns die erste Frage anschauen, dann ist die noch gar nicht so spektakulär. Wie fühlst du dich in deiner Rolle? Und auch hier ist wichtig, auch wenn Sie sagen, ich habe ja ein Gespür dafür, ich bin sehr nah am Team, dann können Sie als Führungskräfte, und das ist die Beobachtung, die ich oft mache, man überschätzt, wie gut man einschätzen kann, wie es anderen Leuten gerade geht. Und von daher ist das jetzt erstmal in der ersten Frage eine ganz unverfängliche Frage. Die zweite Frage, was würdest du an unserer Kultur, Arbeitsweise als Unternehmen praktisch ändern? Und das sollten wir nicht unterschätzen, dass A, die neue Generation einen anderen Wertekompass hat und spätestens durch die Pandemie haben wir gelernt, dass gerade die Unternehmenswerte, wofür stehen wir, außer Gewinnmaximierung, immer mehr Bedeutung kriegen. Und auch Kultur ist ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Von daher ist es so wichtig, mal so eine Frage zu stellen, denn Kultur ist nichts, was feststeht. Und ich habe einige Unternehmen, die wachsen und die haben das Problem, dass sie sagen, durch das Wachstum ist es uns alleine dadurch schon, fällt es uns unheimlich schwer, die Kultur, die uns Erfolg gemacht hat, praktisch zu halten. Und eine Kultur verändert sich logischerweise immer auch mit neuen Protagonisten durch Unternehmensgröße etc.
Und von daher wäre es doch hier mal wild hilfreich zu fragen, was würdest du ändern und auch gegebenenfalls an der Arbeitsweise, gar keine Frage, dass sie versuchen, bestmöglich als Führungskraft den Rahmen zu geben. Nur ist es immer die eine Sache, was ist gut gemeint und was ist auch gut gemacht. Die dritte Frage, die ist auch deshalb relevant, weil hier geht es darum, wie findest du bei uns eine positive Work-Life-Balance. Und auch hier, Sie erinnern sich, Wertekompass hat sich verändert. Und natürlich können Sie sagen, warum sollte ich als Führungskraft den Mitarbeiter erst praktisch auf die Idee bringen? Nur, wenn Ihre Mitarbeiter letztendlich bis zum Erschöpfungszustand arbeiten, dann werden die selten sehr produktiv sein und das nützt Ihnen als Führungskraft sehr, sehr wenig. Von daher wäre es doch hilfreich zu sagen, und auch das ist ja was sehr individuell, wie ist so die ideale Dosis von Menschen, hier mal nachzufassen. Und das kann ja gut sein, dass Sie auch hier feststellen, dass jemand hier noch nicht ganz zufrieden ist und es auch aber damit zu tun hat, dass derjenige, die Person, vielleicht nicht so gut darin ist, die richtigen Prioritäten zu setzen, ist vielleicht jemand, der sich verzettelt, was auch immer. Und das können Sie doch als Gelegenheit nehmen, erstmal hier so einen Ist-Zustand festzustellen und dann auch eine Unterstützung anzubieten. Und ich habe Ihnen oben rechts auch mal ein paar Videos eingeblendet, die hilfreich dafür sein können, immer wieder zu schauen, wie kann ich denn, gerade wenn mir Work-Life-Balance wichtig ist, und auch dazu gibt es ein spezielles Video, dafür sorgen, dass ich in der Zeit, die ich dem Unternehmen zur Verfügung stehe, mehr erreiche. Und wenn wir uns dann die Frage 4 anschauen, was sind deine langfristig beruflichen Ziele? Da ist meine Beobachtung in der Praxis, da wird oft sehr technisch mit Mitarbeitern drüber gesprochen. Ich finde es hier wichtig, nochmal im Auge zu behalten, dass wir Menschen das, was wir tun, nicht nur rational tun. Und wenn Sie hier über Ziele sprechen, dann wäre es hilfreich, dass Sie nicht zu technisch über Position reden, sondern Bilder versuchen anzusteuern oder die zu unterstützen, was dann bei diesen beruflichen Zielen konkret im richtigen Leben für diese Personen das Leben verbessert. Also es geht darum, um wirkliche Bilder und weg von diesen technischen, abstrakten Gesprächen. Und die letzte Frage, wenn du eine Sache an der Rolle hier ändern könntest, was würdest du verändern? Und das spielt schon ein bisschen zwar hier an die Einstiegsfrage ein, das geht so in die Richtung. Hier kriegen sie aber deutlich konkretere Antworten und gerade über dieses, weil es ja nur eine Sache ist, setzt derjenige dann klare Prioritäten und sie kriegen Ergebnisse, wenn sie da dann gegensteuern würden, wenn es da was gibt, was Sie auch verändern können, sollten Sie nicht nur dann auch tun, sondern haben was, was für die Person dann auch wirklich Bedeutung hat. Sie sehen 5 einfache Fragen und wenn Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern in den Dialog gehen, haben Sie nicht nur ein Frühwarnsystem, sondern das ist allein schon eine Geste, dass Sie sich um die Leute kümmern, denn die Kernfrage ist immer, und das sehen Sie auch schön in diesem Artikel, was müsste passieren, damit derjenige kündigt, auch da mal nachfassen. Und die zweite Frage, was können wir tun, um auch zu verhindern, dass Sie oder dass du kündigst. Sie sehen, mit den Fragen sind Sie extrem gut aufgestellt. Jetzt gibt es aber noch viel, viel mehr, die darauf einzahlen, wie es Ihnen gelingt, Mitarbeiter zu halten. Und deswegen empfehle ich Ihnen unbedingt das nächste, jetzt auch schon eingeblendete Video sich anzuschauen. Dann sehen wir uns in diesem Video weiter. Dann können Sie auch Ihre Fähigkeit veredeln, Ihre Mitarbeiterbindungsfähigkeit, was auch Ihrem Profil sicher im positiven Sinne entgegenkommt und Sie können was für Ihre Karriere tun. Von daher sehen wir uns gleich in diesem nächsten Video. Ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Jansen.